Hallo, zurück bei Haushof Hühnerstall, euer Videoblog. Ja, da bin ich wieder. Einige von euch haben sich schon gefragt, wo ich bin, ob ich irgendwie verschüttet bin oder ausgewandert. Nein, so war es nicht. Wir hatten letztes Jahr hier so viel zu tun mit dem Umbau von dem Haus, dass ich echt nicht dazu gekommen bin, irgendein Video zu machen. Ich wollte natürlich ganz viel Videos machen über den Umbau, auch wie wir das handwerklich hier viele Sachen gelöst haben bei dem alten Haus. Aber Pustekuchen, wir haben es wirklich gerade so geschafft, dass wir unseren Einzugstermin halten konnten, damit wir hier alles fertig bekommen. Und da blieb keine Zeit, um irgendwie Videos zu machen. Ich werde es nachholen in meinem Blog, aber dann nur mit Fotos belegen und mit Texten. Jetzt wird es langsam draußen wieder angenehm, so dass man was machen kann. Wir haben hier im Haus auch noch viel Arbeit. Wir müssen draußen die komplette Fassade noch erneuern. Ich will rings um das Haus nochmal aufgraben und dann eine Vertikalsperre nochmal anbringen. Also es bleibt nach wie vor erstmal Baustelle hier. Aber der Großteil ist fertig. Wir können hier drin wohnen. Es funktioniert alles und da sind wir doch sehr glücklich. Und natürlich wird sich im Garten auch einiges tun dieses Jahr. Was da jetzt schon passiert ist, das will ich euch gerne mal zeigen. Deswegen als erstes Video 2015, heute ein Gartenrundgang. Und ich schnapp mir jetzt die Kamera und zeige euch mal hier unser kleinen Chaosgarten. Fangen wir mal vorne beim Haus an. Also hier habe ich gerade gesessen. Das ist unsere Küche. Das komplette Gebäude hier ran ist neu gebaut. Das alte haben wir weggerissen und da gibt es noch jede Menge Steine, die ich gleich für unseren Schuppen und unser Gewächshaus verwenden möchte. Hier vorne am Zaun haben wir die Blühhecke gepflanzt. Dazu habe ich auch einen Beitrag in meinem Blog. Passiert auch noch nicht viel hier Ende Februar. Das dauert noch ein bisschen. Und gleich hier daneben jede Menge Feuerholz von den vielen Bäumen, die wir noch im Herbst hier fällen lassen haben. Es waren, glaube ich, 6 oder 7 Bäume nochmal. Und der ganze Spaß wurde dann auch noch geschreddert, zumindest alles, was kleiner war und nicht zu verfeuern geht. Ja, zwischendurch liegt ja noch ein Haufen Bauholz, was noch mit verwendet wird für die Ställe. Hier hinter mir wird mal der Schuppen entstehen. Dazu muss hier dieser Riesenhasel, dieser Strunk noch raus, da werden wir wohl um den Bagger nicht herumkommen. Und dann kommt hier hinter mir ein 3x3 Meter großer Schuppen. Das werden wir so machen, dass wir eine Ziegelwand bauen, die 6 Meter lang ist. An die eine Seite kommt der Schuppen und an die andere Seite stellen wir unser Gewächshaus, ein Anstellgewächshaus. Und dafür sind auch die ganzen Ziegel, die ich hier schon fleißig jetzt abklopfe. Ich verspreche mir dann davon, die Ziegelwand im Gewächshaus als Wärmespeicher zu haben. Also wenn dann die ganze Zeit die Sonne da dran scheint, dann heizen die Ziegel sich auf und können dann diese gespeicherte Wärme in der Nacht wieder abgeben. Das wird, glaube ich, eine ziemlich coole Geschichte. Hier nochmal zu sehen, der Haselnussstrunk, der irgendwie hier raus muss, weil hier soll eine Bodenplatte hin für den Schuppen. Hier, wo die alten Dielenbretter noch liegen, abgedeckt unter der Folie, das ist dann quasi die Wand zum Gewächshaus und das Gewächshaus hat dann die Glasflächen quasi zum offenen Feld. Das ist Südwesten und da hinten sehen wir schon die Ziegel. Da haben wir schon fleißig Ziegelsteine abgeklopft. 400 Stück brauche ich noch. Die muss ich noch abklopfen und dann können wir hier die Wand daraus bauen. So, jede Menge Feuerholz und Schrott liegt hier noch rum. Das muss alles sortiert werden. Auch hier noch ein großer Haufen Holz. Alles, was sich so angesammelt hat während der Bauphase. Und hier unten drunter liegen auch noch die alten Schuppen, die wir abgerissen haben.
Und hier nochmal ein großer Haufen Schrott und Müll. Der muss noch entsorgt werden. Und dann wird das hier alles den Hühnern gehören. Da können die sich austoben. Hier muss noch jede Menge Gebüsch entfernt werden. Und wir haben sogar schon einen Baum gepflanzt. Eine Süßkirsche. So sieht man es ein bisschen besser. Hier hinten haben wir noch zwei Birnenbäume stehen. Der neue Apfelbaum steht schon bereit. Der Apfelbaum hier wird wahrscheinlich nicht mehr so lange leben. Mal gucken, wie er dieses Jahr trägt. Da ist noch ein Birnenbaum, Mirabelle. Und ich stehe direkt unter den Pflaumenbäumen. Und hier vorne an der Straße wieder unsere Bärenobsthecke. Himbeeren und Brombeeren kommen hier hin. Da, wo die Plane ausgelegt ist, das ist der Anfang von dem Gemüsebeet. Das wird sich dann da hinten bis zu dieser Hollywood-Schaukel erstrecken. Und hier nochmal die Bärensträucher. Den Heidelbeeren, 4 Stück. Und es zeigen sich auch schon die ersten Vorboten vom Frühling. Hier Winterlinge und Schneeglöckchen. Ja, das war schon mein kleiner kurzer Rundgang hier durch unseren Chaosgarten. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was hier weiterhin passiert. Ich habe zum Beispiel unsere Hühner schon bestellt. Die kommen aber erst im Juli, weil eher schaffe ich das nicht, dass alles hier für die bereit ist. Und ich möchte natürlich auch, dass sie sich wohlfühlen. Ich freue mich, wenn ihr mir treu bleibt, auch wenn die Videos etwas spärlich gewesen sind, gerade im letzten Jahr. Ich gebe mir auf alle Fälle Mühe. Ich denke auch, ich werde wieder mehr Zeit haben, ein paar Videos zu machen. Es wird auch wieder mehr im Garten passieren. Und das Haus ist ja jetzt soweit fertig. Auf alle Fälle möchte ich euch natürlich zeigen, wie ich das Gewächshaus baue. Das wird sicherlich eine ganz spannende Geschichte werden. So, dann bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Und bitte Like und Abo nicht vergessen, damit ihr auch keine Videos verpasst. Tschüss.